Heute möchte ich euch ein Schulter-Nacken-Massagegerät vorstellen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran, denn das ist ein ganz besonderes Schulter-Nacken-Massagegerät mit 3 Geschwindigkeiten, mit Heizfunktion, mit Richtungswechsel und so weiter. Direkt nach einem kurzen Intro geht es los. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Josh Vinzenz und heute geht es um das Shiatsu Neck Back Messenger, ein Schulter- und Nackenmassagegerät Shiatsu von der Firma G-Joy. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch mal, was alles dabei ist. Zum einen eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, darunter auch in Deutsch, das was wir benötigen. Das Ganze befindet sich in einer praktischen Tasche, damit man es immer dabei haben kann, im Urlaub, nach dem Sport und so weiter. Wir haben ein recht langes Stromnetzteil mit ca. 2 Meter Kabel, was auf jeden Fall auch ausreichen sollte. Und wir haben das Schulter- und Nackenmassagegerät, was wir uns einfach um die Schultern legen. Durch die Arme, die wir hier durchstrecken, können wir den Druck ausüben. Mehr Druck, weniger Druck. Wir können die Position ändern. Und das Tolle ist, das ganze Material ist hier abwaschbar, da es Kunstleder ist. Ansonsten haben wir hier 4 Knöpfe. Wir haben den Power-Knopf, wir haben den Richtungswechselknopf, wir haben die Geschwindigkeiten, also 3 verschiedene Geschwindigkeiten, und wir haben die Heizfunktion. Hier kommt aus dem Gerät das Stromkabel raus, welches wir einfach mit unserem Netzstecker verbinden und das Netzgerät in die Steckdose stecken. Ansonsten können wir das Ganze hier auch öffnen, damit wir den Außenbereich, also diesen Bereich hier, den ihr hier seht, wegmachen können, in der Waschmaschine waschen, falls dieser mal fertig wird, da das Ganze ja immer bei uns auf dem Nacken läuft und wir auch schwitzen durch die Heizfunktion. Darunter befinden sich Massageköpfe mit 4 Kugeln, also es sind jeweils, hier haben wir einen großen Massagekopf, hier haben wir einen großen Massagekopf und hier jeder Massagekopf hat 4 Köpfe, die uns im Kreis rotieren und uns dann massieren. Ich zeige euch das mal, indem ich das Ganze jetzt mal in die Steckdose einstecke. So, wenn ich jetzt auf die Power-Taste drücke, seht ihr schon, wie das Ganze rotiert. Ich kann natürlich die Geschwindigkeit verändern. Das ist Stufe 2. Das ist Stufe 1. Und Stufe 3. Also das sind die verschiedenen Geschwindigkeiten, sodass euch der Nackenbereich und der Schulterbereich schön massiert wird. Ja, und ihr könnt das richtig toll genießen. Das massiert euch wirklich hier den Nacken durch. Oh, ist das toll. Herrlich. Und ihr könnt natürlich auch die Wärmefunktion zuschalten. Und wenn ihr das gemacht habt, seht ihr hier das Licht leuchten. Nach einer gewissen Zeit, ich glaube nach 20 Sekunden oder nach 30 Sekunden, gibt es einen Richtungswechsel, sodass die beiden Massageköpfe sich in die andere Richtung drehen. Ja, ich bin absolut begeistert davon. Wenn ihr auch öfter mal Nacken- oder Rückenprobleme habt, ist das wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Verspannungen, Kopfschmerzen und so weiter. Das hilft auf jeden Fall, denn ihr bekommt hier wirklich alles richtig schön durchmassiert. Ich habe euch das Produkt unten mal verlinkt. Könnt ihr mal reinklicken, könnt euch den aktuellen Preis abholen, weitere Details und vor allem könnt ihr euch durchlesen, was die anderen Käufer dazu schreiben. Und diese sind wirklich zum größten Teil absolut positiv, so wie ich das auch bin. Ich danke euch fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, lasst ein Like da. Wie immer ist das Ganze für euch kostenlos. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und Arrivederci.
bis zum nächsten Video. Und nun legt euch wieder hin und schaut euch das nächste Video an, während ich die Nackenmassage einfach noch ein wenig genieße. Ciao.